ja, das hat seinen eigenen Charme. So, dann müssen wir die dahin machen. Geht das? Nee. Ja, irgendwie schon cool. Ja, das lassen wir erstmal so. Ich glaube, für den Anfang reicht das. Sehr, sehr cool. Es geht voran. Der Park füllt sich. Die Bahn dürfte sich auch hoffentlich bald wieder füllen. Und da müsst ihr mal gucken. Forschungsmäßig. Deku haben wir bestimmt durch. Ich glaube, das ist das Problem. Und Statistiken machen wir jetzt. Dann machen wir alle Statistiken. Ich glaube, meine Parkbesucher finden es nicht lustig, wenn sie so einen Zaun eingeschoben. Ja, das stimmt. Aber dieser Zaun ist ja, das ist ja ein echt extra Zaun. Also das ist nur Deku. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man hier einen gewischt bekommt oder so. Das dient nur der Deku. Also wie man das so aus Themenparks kennt. Das ist jetzt nicht so, dass sie dann tot umkippen oder ins Krankenhaus müssen oder wie auch immer, sondern es dient nur der Deko. So. Ich guck grad mal, wie es hier aussieht. Stimmt, die Boote, die sind ja hier. Ja, die musste ich ja ausmachen, genau. Warum sind die gerade leer? Ansonsten sieht es schon ganz gut aus. Was denken die Leute? Ich habe genug von diesem Park. Die Deko ist unglaublich. Ja, und ich glaube, wir brauchen mehr Polizei, ne? Halt. Du kommst 1, 2, ich lese gleich. 3 und 4. Hatte schon gesehen, dass das reinploppt. Ich dachte nur, ich mache das erstmal schnell fertig. Und so ein Maskottchen bräuchten wir natürlich auch mal. Zone 4. Eins, zwei, drei, vier. Und dann machen wir das hier auch. Dass da so ein bisschen Animation reinkommt. So, und dann gucken wir jetzt mal. Was haben wir denn? Ja, lustig wäre das mit dem Zaun und dem Elektroschock. Das stimmt natürlich. Wäre lustig anzusehen, aber nicht so lustig für die Beteiligten natürlich. Das ist immer das Problem dann. Irgendwie regnet es hier nur. Kann das sein, dass wir hier nur Regen haben? Ich trinke derweil mal was. Denn ich trinke generell zu wenig. Ja, sehr cool. Ich will keinen Regen haben, ich will Sonnenschein haben. So, guck mal, was haben wir noch für Geschäfte? Den fliegenden Teppich, den finde ich aber, naja. Wir haben fast alles schon. Kettenkarussell, ja. Ja, dann bauen wir mal diesen dummen fliegenden Teppich. Der passt hier noch hin, nämlich. Ich finde den nicht schön. Das muss ich sagen. Aber der passt hier super hin. Die Frage aller Fragen. Wahrscheinlich ist der Park in England. Ja, das kann sein. Da regnet es ja nur. Das stimmt natürlich. Das ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Vielleicht ist das so. So, dann machen wir nämlich einmal so. Ich überlege.
Warum kann ich den hier nicht hinsetzen? Ist bereits belegt. Mit was denn bitte? Ach so, weil der hin und her schaukelt bestimmt. So, bevor wir das starten, schließen wir das natürlich an. Und ich würde ganz ehrlich, wir müssen kurz Pause dafür machen. Ganz kurz das hier schließen. Ihr wisst schon warum. Ja, jetzt die Frage, was ist der schnellere Weg? Man weiß es nicht genau. Hey, ist das spannend. Ich finde es ein bisschen doof. Ich wüsste nicht, wie ich das vereinfachen kann. Es wäre so cool, ich klicke auf diese Schiene und bin da. Aber gut. So geht's auch. So, dann machen wir das hier weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haben wir gesagt. Und dann darf es ruhig weitergehen. Nein, darf es nicht. Wir müssen noch ganz kurz den Eingang machen. Ist die Frage, machen wir den auf der Seite oder auf der? Ich glaube, wir machen das so. Und Ausgang hinten. Ich glaube, so ist es richtig. Wir können ja mal gucken. Wir probieren mal rum. Nein. Denn... Oh, wir dürfen gar nicht mehr machen. Okay. Dün, 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 dün. Mal 45 Sekunden. So, der braucht natürlich noch einen Weg. Klar. Wir müssen mal gucken, wie wir den hier hinbekommen. Also momentan gefällt mir das nicht so gut. Ich überlege, wie machen wir das? Ist das vielleicht so schöner sogar? Wartet. Kann man das so machen? Das sieht ein bisschen Panne aus, oder? Ich bin ein bisschen unentschlossen. Ich muss mal rumprobieren. Das sieht alles doof aus. Das sieht wirklich alles doof aus. Liebe Leute, wie machen wir das? Wie machen wir das, dass das schön ist? Theoretisch gesehen können wir doch hier lang gehen. Sieht irgendwie auch merkwürdig aus. Aber es passt schon, weil da gehen auch eine Menge Leute rein, glaube ich. So, dann können wir nämlich so und et voilà. Oh. Zeron, du bist der Schlauste. Peinlich. Ups. Machen wir es doch nochmal. Es hat so einen Spaß gemacht. So, ich habe gesehen, dass da was gekommen ist. Ich gucke gleich nach. Gut, vielleicht sollte man sich vorher überlegen, was man macht. So, was haben wir denn? Eingang und Ausgang vertauschen. Ja, wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich habe mich jetzt umentschieden. Ja, wie machen wir das jetzt?
bin ein bisschen unentschlossen. Merkt man wahrscheinlich gar nicht. So, wir machen mal ein bisschen was Extravagantes. Und hier müssen wir mal gucken. Das sollte reichen. Und dann haben wir es doch. Ist wie gesagt so ein bisschen extravagant, das passt schon. Und wir brauchen natürlich auch Festland hin, also einen festen Weg hin. Ja, ganz klar, wir wollen natürlich auch per normalen Weg hier hinkommen. Da haben wir jetzt nicht so viele Optionen hier. Ja, wie machen wir das? Tja, ich bin mir nicht so sicher. Wir könnten... Wartet mal. So. So. Und dann hier rum. Naja, rollstuhlgerecht muss er jetzt nicht sein. Es ist ein Computerspiel. Also finde ich jetzt nicht so wichtig. War jetzt zumindest kein Kriterium, was wir irgendwie gesetzt hatten oder so, wo wir gesagt haben, na, da achten wir drauf. Licht. Licht. Berlin ist übrigens auch nicht rollstuhlgerecht. Also alle, die schon in Berlin waren oder in Berlin leben, werden das bestätigen können. Also U-Bahn-mäßig ist es da für Rollstuhlfahrer auch nicht gerade einfach. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da gibt es durchaus bessere Städte. So, Bänke. Wir nehmen unsere Lieblingsbank hier. Mülleimer brauchen wir auch noch. So, dann Mülleimer bitte. Den. Oh, sie steht im Müll drin. Ich hoffe, die kommt da noch raus. Ich hoffe, die ist da nicht festgebackt. Junge Lady. So. Die haben wir gerettet. Über 1000 Leute drin. Ja, man sieht hier eine Forschung nach der anderen wird abgeschlossen. Und wie gesagt, rollstuhlgerecht ist halt relativ, weil... Ja... Ich meine, Rollstuhlfahrer wird ja auch nicht mit dieser Bahn fahren, wenn wir ehrlich sind. Wo soll er mit so einem Rollstuhl dahin? Das funktioniert natürlich nicht. Hier müssten wir vielleicht auch noch so eine Wand vorziehen oder so. Wir müssten mal schauen, wie wir das machen. Würde ich gerne auch noch schön dekorieren. Hier vielleicht können wir auch noch ein bisschen Deko machen. So ein bisschen was haben wir ja schon an Deko. Ich würde sagen, hier oben ist schon fertig. Das sieht hier auch schon gut und fertig aus. Könnt ihr vielleicht mal, es gibt so Vasen, glaube ich. Scheinbar auch nicht. Oder hier. Das ist ziemlich cool. Da können wir so ein paar Objekte hier hinstellen. Objekt der Begierde. So, das nimmt man kaum wahr. So ein bisschen. Das könnte einfach da von den Ägyptern sein, dem Pharaon. Ich weiß es nicht. Möglich ist da alles. Man sieht schon ein bisschen, aber man muss auch drauf achten.
So, wie sieht's hier aus? Der Parkeintritt ist in Ordnung. Machen wir 12. Und wir brauchen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Hier eigentlich auch sehr cool. Gefällt mir das Holzding. Hätten wir hier vielleicht auch machen sollen. Kann ich ja noch ändern zur Not. Ist auch alles repariert. Sehr gut. Also das scheint zu funktionieren.